Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Gameplay von God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Ich bin von mir, Gameplays als Hobby, und wir sind hier in Konunsgard wegen dieser legendären Zwergenrüstung. Mal schauen, ob wir die noch am Ende irgendwie zusammenkriegen. Die Welt ist riesig und ein bisschen verzwickt. Man könnte sich eventuell leicht verirren, wenn man keinen Überblick bewahren kann. Oh, hab ich voll. Dann geht's jetzt wohl los. Hallo, ich seh nix. Nein! Wie ich diese Dinger mal hasse hier. Ich hasse es. Okay. Ihr zwei seid wirklich ein gutes Duo. Dankeschön. Boah, das wollte ich gerade nehmen. Her damit. Warum wollte der Zwergenkönig die Rüstung so dringend? Hallo? Um die Schwächer ranken sich viele Legenden. Eine verdächtige Anzahl sogar. Was es schwierig macht, etwas Genaueres zu dieser Rüstung zu erfahren. Doch ein Gerücht, das man immer wieder hört, ist, dass die Rüstung ultimativen Schutz bietet. Eine nützliche Eigenschaft für einen unbeliebten König. Dennoch ist dieses geplagte Land alles, was von ihm bleibt. Deshalb darf man Legenden nicht trauen, Junge. Also, worauf kann man vertrauen? Auf dich selbst, deine Augen, deine Instinkte. Vertrauen in Legenden ist ein Glücksspiel. Es zahlt sich selten aus. Wenn du es sagst. Und trotzdem jagen wir dieser Legende hinterher. So, uns fehlt noch ein Drachenschrein. Damit dieser nervige Drache endlich mal davon ist. Hier draußen scheint er wohl nicht mehr zu sein. Wir waren jetzt überall. Huch. Lächerlich. Habe ich schon wieder meine Wölfe gerufen. Oh Mann. Was haben wir denn hier? Geerdeter Stahl. Weltenschlangenschuppe, Symbol der Vorsehung. Ist jetzt überall das Wasser niedriger geworden? Nö. Nee, es hatte sich nur da drin gesammelt. Okay, wahrscheinlich ist der dritte Stein. Das dritte Siegel in der Burg mal wieder. Das hatten wir doch schon mal. Los da!
Wir brauchen drei Zugangsstellen. Uno. Dross. Geht immer noch nicht auf? Wir brauchen wohl drei. Na super. Oh yeah. Und noch einmal. Komm, das geht gar nicht. Naja, so stark sind sie jetzt auch nicht. Noch nicht. Mal gucken, was jetzt beim dritten Stein passiert. Wir sind drin. Alles klar. Es geht los. Passiert nichts, okay. Festung erkunden. Hm, ziemlich runtergekommen hier drin. Was hast du erwartet? Weiß nicht. Vielleicht weniger Ruinen. Ein Jötnerschrein. Sieht es im Thronsaal besser aus. Ist es unser letzter? Nee, ne? Hier ist noch eins. Stakadu. Wow, eine Menge Arme. Das kannst du wohl sagen. 6, 7, 8. Konnte er mit 4 Bögen gleichzeitig schießen? Er war Schwertkämpfer. Er hatte ja nur 2 Augen. Thor hat ihn wohl zurechtgestutzt. So etwas tut er. 10 von 11. Nee, da fehlt uns sogar noch eins. Hm, wo gibt's dann das letzte? Stargadr oder sowas. Kann ein Riese mit 8 Armen, die 4 Schwerter schwingen, bis Thor ihn sagte. Warum verschworen sich die Götter gegen ihn? Hm. Klingt so nach einer indischen Göttin. So, wo gehen wir lang? Links oder rechts? Auf jeden Fall höre ich schon wieder einen Raben. Oh. Hörst du das? Nein. Was hörst du, Junge? Jammern und Schreie. Okay. Sehr viele Leute. Ach, sind bestimmt bloß alte Geister, Opfer der Herrschaft des verrückten Zwergs. Und doch, höchst sonderbar. Okay, gehen wir doch erstmal auf die andere Seite. Wie gesagt, ich hatte einen Raben gehört und den wollen wir natürlich auch noch haben. Da scheint es ja dann wohl doch weiterzugehen. Oh, sogar eine Truhe. Was haben wir denn hier? Oh, was Legendäres. Zeichen des Elements. Erhöht Zuwachsrate von Permafrost oder Verbrennung um 7%. Okay. Schauen wir es uns doch mal an. Wo haben wir das denn?
Achso, das war das hier. Ja, Stärke und Vitalität. Warum nicht? Nehmen wir doch das hier, oder? Oder Stärke 13. Na komm, nehmen wir Stärke 13, das ist Level 7. So, da oben. 49 von 51. Wir haben sie wirklich fast alle. Zwei Stück noch. Huch, da geht's ja gar nicht lang, stimmt. Okay, schauen wir mal, was uns im Thronsaal erwartet. Wenn mein Sohn hier schon wieder lauter Stimmen hört. Von sehr vielen. Das wird wohl ein blöder Kampf. Sie klingen fast wie... Na super. Ups. Vorsicht, hinter dir! Oh, ich wollte eigentlich gerade dann... was denn jetzt? Ach so. So, geht doch. Eine Blutspur. Das hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht, dass das passiert. Tödliche Griffe der Vitalität. Klingenknauf. Geringe Bundesaktivierung schafft einen Gesundheitsschub bei jeder erfolgreichen Tötung. Okay, warum aber nicht? Klingt gut, warum aber nicht? Vater, sieh mal da unten. War das hier der Thronsaal von ihm? Dahinter ist mit Sicherheit eine Tür. Okay, wir gucken uns hier erstmal weiter um und nehmen das Leben. Okay, weiter umgucken ist nicht. Nee. Hier ist ein Durchgang hinter dem Thron. Ein Geheimgang. Tja, wäre wohl kein richtiger Thronsaal ohne Geheimgang. Oh, da haben wir den König, glaube ich. Okay. Ausziehen, ausziehen. Hey, ich will mir die auch nochmal angucken. Zu Brox und Sindris Laden zurückkehren. Ultimatives Opfer, schreit unschuldigen Zorn, noch irgendetwas. Mozognir, der Zwergenkönig. Einer der Söhne Ivaldis. Er herrscht in Valdrigard und Konunsgard über die Menschen. Zuerst war er ein guter König, aber dann sah er sein Volk in seinen Träumen sterben. Aus irgendeinem Grund dachte er, wenn er sie auf die Jagd nach Bestien schickt, rettet sie das. Er fing drei Drachen, um ihren Zorn zu sammeln, tötete Unschuldige, um ihre Schreie zu sammeln,
und wurde dann von ihnen getötet, als sie als Heelläufer zurückkehrten. Das erschuf das ultimative Opfer. Mit diesen drei Zutaten können wir eine legendäre Rüstung herstellen. Aha. Junge. Das heißt, wir haben jetzt alle drei Zutaten. Hm, interessant. Sollte ich mir aufschreiben. Müssen hinzugefügt. Letzte Worte eines Königs. Tragisch, dass mein Versagen erkennbar wird, während das Leben aus mir entweicht. Die Götter erschienen mir im Schlaf und forderten Vergeltung für die Taten meines Vaters in Nilfheim. Oh, mein Volk, das darauf vertraut, dass ich es vor Üblem bewahre. Jede Nacht sehe ich es von Ungeheuern zerfleischt, nur ich kann es schützen. Und nur durch den Bau des... keine Ahnung was. Ich habe jedes tödliche Wesen eingefangen und mit dem Bau begonnen. Als erste zwei Substanzen wurden in den Träumen genannt Drachenzorn und Schreie der Unschuldigen. Viele starben, um die Drachen einzufangen, und die Schreie der Unschuldigen waren weitaus schlimmer, als ich erwartet hatte. Doch alles diente einem höheren Zweck. Was die dritte Substanz sein sollte, war nicht eindeutig. Das ultimative Opfer, sagten sie mir im Traum. Ich hoffte, das Aufgeben jeglicher Moral während dieser verdammten Suche würde reichen. Nun erkannte ich, dass ich selbst das Opfer sein muss. Wie schon mein Vater zuvor, war ich ein Narr. Muzoknir, Sohn des Ivaldi. Tja. So, hier geht's noch weiter. Wir müssen ja noch den Drachen befreien. Vielleicht kommen wir hier zum letzten Schrein. Jetzt sind wir ja immerhin wieder draußen. Was du ihm abgenommen hast. Das müssen die drei mythischen Zutaten sein, die Brock gemeint hat. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich in meinem ganzen Leben keine seltsameren Objekte gesehen habe. Wie sollen Brock und Sindri etwas bauen aus... was immer das ist? Unterschätze nie die Zwerge. Sie sind Mistkerle, aber äußerst geschickt. Sie haben mal aus dem Zahn einer Katze und Vogelspucke eine unzerbrechliche Kette gemacht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. So geht die Legende. Von einem abgetrennten Kopf solltest du keine Fakten erwarten. So, was haben wir denn hier drin? Prometheus-Flamme, schwerer Rundangriff, ein tödlicher Schmetterschlag, der einen kleinen Riss unter bis zu vier Gegnern öffnet und dann daraus eine große Feuersäule beschwört. Das klingt doch super. Schauen wir uns das doch mal an. Ui, okay. Das sieht geil aus, ich glaube, das nehmen wir. Was macht denn das hier? Hat 4 Schaden. Das hier würde dann nur 3 Schaden haben. Aber insgesamt dann wohl 5 Brand. Verstärke das Ausmaß der Feuersäule. Verdoppelt die Anzahl an möglichen Zielen von 4 auf 8. Das klingt aber schon echt geil. Wir verbessern es mal. Das ist cool. Wir haben es ja zwar noch nicht eingesetzt, aber wir behalten es uns mal vor. Beziehungsweise, uns kommen bestimmt nochmal so Gegner entgegen. Dann können wir es mal austesten. Wie geht's hoch? Muss ich hier lang? Ach ja, hier sind wir wieder. Das kann man so gesehen von hinten wahrscheinlich. Oh, die Nornentruhe, die wir von unten gesehen hatten. Okay. Was müssen wir hier machen? Okay.
Was soll das? Das ist N-Hammer doch. Achso, muss ich dann drücken. Okay, und hier haben wir noch eins, das C. Sage ich jetzt mal. Okay, das haben wir hier. Fehlt noch das R. Das ist hier bestimmt auf der Rückseite. Das ist natürlich scheiße. Alter. Okay. Oder wir müssen es einfach drehen lassen die ganze Zeit. Klar, natürlich. Warum auch nicht? Eigentlich doch voll leicht. So, was haben wir denn hier drin? Symbol des Überlebens. Sie wohl in besseren Zeiten ausgesehen hat? In seiner Blüte war Konunsgard ein herrliches Land, bevor sich der Zwergenkönig in seiner Besessenheit verlor. Wie konnte er das nur zulassen? Der Zwerg hat blind auf die Legende vertraut, ungeachtet jeglicher Konsequenzen. Dies ist das Ergebnis. Vertrauen ist ein Glücksspiel. Wie du gesagt hast, der Zwergenkönig verlor. Oh, ein Nebelriss. Weltenriss. Ich glaube, hier haben wir auch genügend Platz zum Kämpfen. Yep. Oh, weg da! Scheiße. Voll reingerollt. Na super. Aber das ist machbar. Die sind alle nur gelb. Aber die Attacke war cool. Wo sind wir? Hier. Ach komm. Geht doch. Yeah. Das ist gut.
Was haben wir hier? Reine Essenz der Welten. Weltenstaub. Weltenrisse geschlossen. 15 von 18. Perfektes Siegel der Welt erhalten? Oh, was ist das denn? Wo finde ich denn ein perfektes Siegel der Welt? Ich glaube hier, ne? Doch, doch, das letzte perfekte Siegel der Welt. Axtwurfmeisterin erhöht Schaden aller Axtwürfe um 6%. Achso, ja gut, okay, ist langweilig. Brauche mal nicht. Okay, das heißt, wir sind hier fertig. Oh. Uns fehlt nur der Drache. Ein Schrein fehlt uns. Das wundert mich. Wo soll denn der Schrein sein? Hä? Also den Drachen würde ich schon gern erst noch befreien, bevor ich eigentlich wieder zurückgehe. Aber hier ist ja schon Atreus, der Schmied. Komm her. Ihr habt die legendären Materialien? Unglaublich. Oh, ist das aufregend. Trefft mich beim Tempel und wir fangen sofort an. Oh, besser denn je. Weißt du, ich glaube, wir beide sind in den Jahren reifer geworden. Warum bist du dann wieder hier? Nur der frischen Luft wegen. Ehrlich. Ich liebe meinen Bruder. Aber er stinkt wie ein Misthaufen. Okay. Wow. Da! Noch ein Drachen. Ich sehe ihn, Junge. Angekettet. Ich hoffe, wir finden die Bindungsschreine. Dieser Ort ist riesig. Tja, ein Bindungsschrein fehlt uns noch. Ich weiß leider nicht, wo der sein soll. Logischerweise irgendwo in der... Reichweite des Drachen, dass er einen angreifen kann, logischerweise. Aber ich habe da nur zwei Schreine gefunden. Hier oben war keiner, soweit ich weiß. So, hier drin war ja jetzt auch nichts. War zumindest kein Bindungsschrein. Ich weiß jetzt auch leider, wie gesagt, nicht, wo der sein soll. Natürlich will ich den Drachen auch befreien. Guck mal, da hinten geht's noch lang. Sehr schön. Wir haben den Schrein schon nebenbei kaputt gemacht. Dann befreien wir noch den letzten Drachen. Dann haben wir es hier eigentlich auch durch. Juhu. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Ja, Vater. Und dann ist der Teil auch schon wieder vorbei. Wir sind bei einer halben Stunde gerade angelangt.
Mach ihn. Hab ich gern getan. Schuppe der Mächtigen. Gefahr von oben. Silberne Trophäe. Hohe Bonus aktivieren Chance auf einen Schub der Stärke und einen Gesundheitsschub, wenn Kratos Gesundheit auf ein kritisches Level fällt. Hey, cool. Drachengefallen erledigt. Regen ins Feuer. Drachen drehen plus 1. Auftrag abgeschlossen. Cool. Cool, 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 cool. So, jetzt gehen wir natürlich hier hin und schauen, was wir da jetzt finden. Schuppe der Mächtigen. Oh gut, egal. Das nehmen wir jetzt. Jetzt habe ich nur goldene Sachen an. Also an diesen Zeichen zumindest. Regin. Regin wurde von dem Zwergenkönig eingefangen und gezwungen, Konungsgar zu bewachen. Das macht er nicht sehr gut. Es sind überall Monster. Aber das passiert wohl, wenn man einen Drachen gegen seinen Willen zum Wächter macht. Der Zwergenkönig muss den Drachen aus einem anderen Grund gewollt haben. Okay. Die legendäre Rüstung holen wir uns beim nächsten Teil. Wir sind, wie gesagt, bei einer halben Stunde schon angekommen und ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Es ist einiges passiert, wir haben einiges erledigt. Und ja, wie gesagt, im nächsten Teil geht es dann zurück zum Tempel, um uns diese legendäre Zwergenrüstung zu schmieden. Und da bin ich echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja. Das war God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Mein Name. Ich bin von Döher, Gameplays als Hobby und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Und gebt mir bitte schön ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann kriegt ihr ja sowieso dadurch Bescheid, wann der nächste Teil hochkommt. Bis dahin, viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Tschüss.